Herzlich willkommen, liebe Gäste, zu unserer Bustour durch Los Santos, präsentiert von Winewood Tours. Ja, wir sind ja jetzt hier schon ein bisschen rumgefahren. Was wir hier bisher gesehen haben, war noch ziemlich unspektakulär im Vergleich zu dem, was wir hier gleich noch sehen werden. Denn wir kommen, wir nähern uns dem Walk of Fame, dem berühmten. Oh nein. Auch bekannt stadtintern als die Todessternmeile, denn die meisten Leute, die da Sterne haben, sind schon tot. Aber dazu kommen wir später wieder. So, Sie sehen hier eine sehr interessante Häuserecke, das Haus in der, zu unserer linken Seite mit roten, wie auch immer, und Fenstern und einer grauen Mauer, die sehr alt ist. Wow. Und Sie sehen, das Verkehrsverhalten der Bewohner von Los Santos hier ist vorbildlich. So, wir fahren mal rechts und hier sehen Sie, da beginnen die Sterne auch schon. Oh Gott. Das kenne ich vom Fernsehen. Ja. Dass man hier mal lang fährt. Wer hier alles ist, ja, sehen Sie mal hier, diese, da steht irgendwer auf dem Stern, dann müssen wir da gleich mal entfernen. Geht gar nicht. Also hier rechts sehen Sie unseren Tempel, da huldigen wir unserem Gott hier in der Stadt. Das ist ein separater Gott von allen anderen Religionen. Weinbuddha sind wir hier. So. Haben wir denn hier so, da vorne Winewood Fashion, sehen Sie vielleicht den Laden, der berühmteste Fashionladen der Welt. Ich bin der Busfahrer, ich drehe hier gerade nochmal eine Runde. Ja. Dann haben wir hier Miss J. Ja. Wer kennt nicht Miss J? Da drehen sie sich alle ein. So. Das ist sehr lustig, diese Bustour. Hier, oh, hier sind auch noch Sterne, die habe ich ganz vergessen. T-Shirt XXS bis XXXL. Ja, oh. Da ist für jeden was dabei, auch für die etwas korpulenteren Ami-Rapper hier. So, hier haben wir noch weitere Sterne. Auch für Kim Jong-un de Il? Genau. Hier ist allerdings die Seite der Sterne Minderjähriger. Also die müssen natürlich getrennt werden von den Todessternen. Oh. Weil die größtenteils noch leben. Ach so. Aber wir haben es geschafft, in hier ihre Sterne zu kriegen. Ja, Goofy. Wir haben alle größtenteils bei Harry Potter. Ach so. Weiß ich nicht genau. So, steigen wir mal aus, oder? Ja. Gäste, wir wollen das hier. Ach, es gibt eine Führung. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich bin gespannt. Wo müssen wir denn lang, Führer? Ja, wir fangen hier vorne einfach mal an. Hier vor dem Fred Store. Okay. Der Hinterladen. Für seine Palmen. Hat er zu? Ja, der hat leider zu. Der hat immer nur Sonntag. Schade. Ach so, oh. Am Palmentag hier. Aber, das sind die religiösen Regeln, das A und O. Wie kann der das denn bezahlen, wenn der nur sonntags offen hat? Ja, aber sonntags kaufen die Leute hier so viele Palmen ein, das reicht nicht. Ach so. So, hier vorne haben wir den ersten Stern von Kim Jong-un. Warum steht denn da nicht? Ja, Kim Jong-un de Il, der hat hier seinen ersten Stern bekommen. Für was denn? Was hat er denn gemacht? Für die Rolle im Diktator von Nordkorea. Aha. Das ist einer der besten Filme hier bei uns in der Stadt. Wo ist das Kino? Kino ist gar nicht so weit weg hier. Irgendwo hier ist ein Kino. Da sind bestimmt auch die Plakate von Kim Jong-un. Ach, der Kim Jong. Ganz berühmter Mann. Ja. Wir sind aber, wie gesagt, hier auf der Seite der noch lebenden Sterne. Also ja, das ist ja langweilig. Gesagt, Harry Potter, Hermine und so, die haben alle hier ihre Sterne. Frodo, wir könnten mal auf die andere Seite gehen, da sind die Toten. Todessterne. Ja, das ist schon viel einfach hier rüber über die Straße, was? Ja, einfach über die Straße, ja. Das macht man hier so. Nicht links. Okay, einfach da. Okay, allerdings, ja, jetzt, wo wir den Tempel gesehen haben, müssen wir einmal kurz in den Tempel reingehen. Boah, okay. Ja, cool. Und einmal kurz unserem Gott huldigen, sonst hauen uns die Priester, die hier alle aufpassen, aufs Maul. Die sehen gar nicht aus wie Priester irgendwie. Doch, doch, bei uns gibt's ganz strenge Kleidung. So, dann einmal hier auf diese Matte. Genau. So, und mal dem Gott huldigen bitte hier alle. Ja. Hoyat, nee. Hoyat, hoyat, ja. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut gemacht. Rieche, warte, ach, sicher. Warte, die wir ich müssen ja erst die Begrüßung. Hoyat, ja. Die seelische Reinigung. Oh, ich hab die Erleuchtung. Okay. So, alles klar. Dann er hat mir geantwortet. Wieder zurück zu den Todessternen. Oh, jawohl. Weiter geht's. Habt ihr denn Fragen soweit? Eigentlich Entschuldigung, ganz kurz. Entschuldigung, die beiden Touris hier, die müssen hier weg. Weg mit euch. Ja, oh, okay. Oh, sorry. Oh, das, Hallo? Das wollte ich nicht. Hallo, okay. Und der Dicke, der muss auch weg. Der wird zum Essen, ne? Warum? Hallo!
Boah, der hat sich geduckt. Boah, der Dicke ist aber ganz schön auf Sack. Ist das denn in eurer Religion überhaupt erlaubt? Zu schlagen? Ja. Ja, der hat ja unseren Gott quasi beleidigend angeguckt. Was? Ja, oh, das geht ja gar nicht. Ich hoffe, du bist qualvoll gestorben. Aber habt ihr denn Fragen soweit zu unserer Tour hier? Nee, bisher noch nicht. Also bisher ist noch alles super. Ich bin gespannt, was noch kommt. Mich wundert's, warum der Kim Jong-un DL hier so berühmt ist. Sequel 2, kennt ihr den? Bester Film ever. Ah, ja, natürlich. Der Panda da unten, der hat direkt, wenn wir uns einmal umdrehen bitte, kommt mal alle mit. Ja. Direkt dieser erste Stern hier, das ist der vom Panda. Der ach, was? Pandas, hier. Wie heißt der denn? Ach, ich sehe die Pfötchen abdrücken. Der heißt Panda. Ach so. Aber wie ihr merkt, er ist leider auf der Todesseite, denn am Ende des Films wurde halt quasi gegessen. Und wieso hat er denn einen Stern gekriegt, der Panda? Ja, der hat halt einen Oscar auch gekriegt, war eine super Rolle. Der hat den Panda so überzeugend gespielt. Weil er so gut geschmeckt hat. Der kann ja einfach gut Panda-Bären spielen. War einfach richtig gut. Ich glaube, es wird nie einen vergleichbaren Panda-Bären geben. Oh. So, hier vorne sind noch so ein paar tote Action-Stars, ne? Stallone und Schwarzenegger, die kennt ihr ja alle. Ja. Was, die sind tot? Wusste ich gar nicht. Hier in Los Santos sind tot. Oh. Rest in peace. Und was haben wir hier? Pacific Standard. Würden wir euch sehr empfehlen. Okay. Ach, soll eine gute Bank sein. All euer Geld da reinzubringen. Das machen wir doch mal direkt. Lass mal einzahlen hier. Oh, schick hier. Die wow. prominenteste Promi-Bank von allen. Hier sind die Promi-Bank. Oh. Ich kenne das hier gar nicht. Kenne ich das auch ist nicht. Ja toll. Einzahlung. Ach, hier kann man sogar was einzahlen. Das ist ja wunderschön. Erinnert an Eleanor. Ja, so ein bisschen. Und irgendwie frage ich mich ja, wie man wohl hier nach oben kommt. Wer hier hinter die Glasscheibe. Mhm. Was? Ich kann hier durch? Warum? Weil da eine Treppe ist. George, ist alles noch Teil der Tour. Dürfen wir hier... Ah, guck mal. Ah, das ist eine super Tour. Wow. Benjamin Franklin. Wow. Hier darf man auch einfach so rumlaufen? Ja, wir haben in Los Santos kaum Sicherheitspersonal. Die streiken immer alle. Ach so. Ja. Hier kann ich springen? Okay, das heißt, ich möchte da vorne. Ich möchte dahin, wo man nicht hin kann. Oh, guck mal, hier kann man... Oh mein Gott. Was? Was ist das denn für ein Raum? Wieso kenne ich das nicht? Boah, die Tour hat sich so gelohnt. Ey, nicht auf die Tische, oder dürfen wir auf die Tische? Ja. Okay, alle auf die Tische. Ist das schön locker hier. Also, was steht denn hier auf dem Rechner? Alter, dürfen wir da... Schade, dass man hier nicht ransehen kann jetzt. Irgendwer ist verschwunden. Was? Ja, ich bin... Ach, ein pinkes Mauspad. Wow. Huch, Rishi, nicht die Bank. Guck mal, hier geht's noch weiter. Fire Exit. Fire Exit. Hier. Wow. Hübscher Kopf. Da unten geht's zum Tresor. Schön. Nee. Aber ist leider ein Gitter davor. Ach, stimmt. Schade. Ich habe einmal gehört, dass man durch Tricks nämlich hier hinter das Gitter kommen kann. Ja, ich könnte mir auch schon denken, wie. Soll ich das mal versuchen? Aber die Führung. Ja, die Führung endet hier an dem Gitter. Ist jetzt gerade okay. Fertig. Ach so. Das war auf jeden Fall so... Boah, verdammt, ich muss am Anfang so lachen. Ich muss zurückhalten. Kim Jong-un.de. Ja, hier sieht man so ein Restaurant. Todessterne hier, das sind die von Harry Potter. Mit so roten Fenstern und einer grauen Mauer, die schon alt ist. Okay, 616, versuchst du das gerade? Ja, ich bin gerade woanders gelandet. Ich bin gerade außerhalb des Gebäudes gelandet. No. I'm coming. Wo bist du, Curry? Curry, wo bist du? Ja. Ich kenne das hier überhaupt gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass man hier rein kann. Was? Warum? Ist schön groß auf jeden Fall hier alles. Ja. Hier, Rishi. Komm. Dalia, ich muss hier. I'm coming home. Schön alles kaputt machen hier. Wow. Na komm, kebum. Aber das muss doch irgendwie machbar sein. Klar. Dusche, Bett-Hosen-Contest. Tour hat uns nicht gefallen allen, inklusive dem Führenden, nicht? Deswegen
ist jetzt Randale. Mir hat die Tour sehr gefallen. Oh, voll die Wüste. Die geht komplett kaputt. Wir werden hier nie wieder rauskommen, Rishi, oder? Oh mein Gott. Pass auf, pass auf. Alle machen ja, hier das gleiche auf den Monitoren. Das ist ja doof. Hui. Ja, bam. Wie spät ist es? Hey, Curry! Sorry, ich muss hier total mal gucken, wie spät es ist. Hier ist ein Aufzug. Wie? Ja, damit können wir nicht fahren. Mach den Aufzug auf! Aua! Sorry. Ja. Das haut der Führer komm, mich wir hier kopieren, auch noch. Komm, wir kopieren unseren Popo und hängen das hier in ganz Los Santos auf. Was? Ja, hier. Was wird denn hier? Oh, Spam. Oder das Gesicht da drauflegen. Oh, ich spam dir gleich was. Sind da schon Bullen in der Bank? Jetzt schon? Nee, ne? Doch, da sind schon welche. Ist ja unerhört. Aber die können uns ja hier gar nicht erwischen. Wir haben nur ein bisschen rumgeschossen. Hoppala. Ja, die können hier nur durchs Gitter schießen. Stimmt, hier können sie echt nicht. Sind die denn? Ich seh die gar nicht. Da hinten auf der anderen Seite. Nee, auch nicht durchs Gitter hier. Also durch diese Gitter. Nee. Haha. Ja, das ist ja wohl safe. Guck mal, wie ich hier rumlöpfe. Ihr könnt mich. Oh, ich glaube doch, dass sie mich jetzt getroffen haben. Aua! Mal gucken. Ja, das hier. Okay, die stehen da oben. Los, Randale! Tschüss! Randale. Oh. Ups. Fuck, man! Ja. Ich müsste echt mal. Nebel sie zu! Ja, das wird nichts bringen. Habe ich hier keine Granaten? Ja. Oh Gott! Ey! Wer war das? Nein, ich hab aus Versehen gegen die Wand geschossen. Ich wollte die Polizisten abschießen. No. Mann, was ist denn heute los? Warum denn? Die Steuerung überhaupt gar nicht mehr drauf. Wir gehören ja zum Sicherheitspersonal der Bank und räumen da jetzt mal ein bisschen auf. Nein. Warum hab ich bin gerespawnt und hab direkt einen Stern. Wie kann das denn sein? Das ist also, du bist vorbestraft. Magic of Wildwood. Als Reiseführer, der Drogen verkauft. Over there! Hatte. Da sind sie wieder tot. Wir müssen so fliehen. So geht man in eine Bank rein. Ich fliehe. Aua, ich bin tot. Ich fliehe doch nicht. Boah, ja, fliehen wir hier mit einer Heli. Ich höre einen. Oder ist das die Polizei? Die Bullerei. Oh, so viel Leichen. Die Bullerei. Wow. Bullerei. Wo bin ich denn? Oh Gott. Flo, ach hier bin ich auf dem Flo sein Laden. Ja. Ach nee, das ist ja die Bank. Ach, du hast eine Bank. Ja, sieh mal einen. Ach nee, das ist einfach nur eine Reklame. Aber boah, ich habe schon voll lange keinen Laden mehr. Oh, was ist das denn davon? Ich habe schon voll lange keinen Laden mehr überfallen. Ey, ich will mit Tora fahren. Ja. Aua. Nein, bin wieder tot. Ja, alle auf uns. Was ist denn da los? Das ist noch nur eine Touristen. Wartet auf mich! Das ist doch echt nur eine Touristengruppe. Boah, ich hab grad die Idee. Nein, sollen wir vielleicht was mal denn ins Kino gehen und uns einen Film angucken? Ja. Oder ist das zu langweilig und man hat wirklich schon alle ob gesehen? Ob man dann. Was war das denn? Ja, ob man dann denselben Film sieht, wahrscheinlich schon, oder? Ich geh jetzt ins Kino, ich wag's jetzt. Das könnte ja auch sein, also verschiedene. Ach guck mal, Filme. Das ist sogar das Kino. Kann man hier ins Kino? Bum, bum. Ins Kino? Ja, ich kann mir für $20 einen Kinofilm anschauen. Wie? Was sind das für Preise? $20? Das ist fast wie in echt. Ich mach das jetzt mal. Kosten bei uns 8 Euro. Ja, dann können wir doch gar. Aber oh, Curry, dann sehen wir doch gar keinen Film zusammen. Ja, warte, dann geh ich wieder raus. Ja, man kann, glaube ich, umschalten.
Ach so, ja? Wir haben hier eh gerade ein kleines Problem. Ja, das schaffst du schon. Komm mal her, wir gehen jetzt den. Warte, noch nicht ins Kino rein. Fahr mal das Moped weg. Ja, ich bin hier in die Ecke kommen. Ja. Kauf mir so lange mal eine Cola. Oder aber haben wir ja hier gar. Es wäre cool gewesen, wenn man echt ins Kino auch rein könnte. Man kann ins Kino rein. Ja, du kannst also man kann halt. Ja, aber du kannst man da sieht, halt nicht dass rumlaufen. Das ein Kino ist. Ja, aber man kann halt da nicht rumlaufen und so Popcorn umschmeißen und sowas. Nee, leider nicht. So viele Sachen sind wir umschmeißen hier. Oh, ich kaufe mir noch was zu trinken. Ja, ah ja, der Flo packt wieder wunderbar. Also ich warte auf euch, ne? Oh. Wir könnten uns übrigens mal Sequel 2 angucken und den Panda gedenken. Was? Das war ein Alchemist, du Blödmann! Oh. Der Panda, den die gegessen haben am Ende der Dreharbeit. Beim Winewood kommt ja. Jetzt. Der Panda. Er hat seine Rolle so überzeugend gespielt. Der hat so gut geschwenkt. Wie bescheuert. So, wo ist jetzt hier das Kino? Ja, hier vorne. Ja. I can see it. Ja. Muss man aufpassen, dass ich jetzt auch keine Sterne automatisch kriege. Ey, cool, Sonne. Ja, sind ja alle. So, Rishi fehlt noch, ne? Ne, Rishi steht schon bei mir hier. Ich stehe davor beim Tätowierladen. Oh, ja, sehe ich gerade auf. Salat. Ja. Ah, beim Tim. Ein Souvenir braucht man immer. Bitch in the Trunk. Und bam. Ich mit diesem Hund, der auch einen Oscar bekommen hat. Wir haben jetzt ein Ticket gekauft. Okay. Was? Ah, ich sehe Pandoria und Rishi. Was? Ich euch nicht. Wie? Ihr sitzt vor mir. Da, ich seh die Alchemisten. Warte, ich seh die Alchemisten. Umsehen, Zoom. Wir sitzen links vor. Warum setzt ihr euch denn so weit vorne hin? Nein, dann müsstest du. Wir haben uns halt ein scheiß Ticket verkauft einfach. Ich kann nicht nach hinten gucken, was ist das denn? Ja, das ist echt blöd. Nee, ich kann auch nicht nach hinten gucken. Wann geht's los endlich? Seht ihr auch diesen Cartoon? Nee, ich sehe so einen französischen Film. Schwarz. Ein schwarzes Bild. Ja, hier ist nichts. Nochmal raus. Ich hab einen ekelhaften Schwarz-Weiß. 86 Jahre später. Mit Ziegen, ja. Mit Ziegen? Warte, ich komm nochmal rein, vielleicht sehe ich dich auch. Boah, hier steht ein verkleideter Typ. Ja, siehst du, ne? Was? Ich komm auch. Guck mal, der hat einen Anzug an. Ja. Und der ist voll hässlich. Also, das ist eine echte Waffe. Nein, nicht auf den Ziel, sonst rennt der weg. Huh. Okay. Ich hole mal meine Kamera raus und zoom mal ein bisschen ran. Das ist ein schönes Thumbnail. Ein Souvenirfoto. Ja, bitte. Stellt euch mal da hin und macht mal den Gruß. Nein. Zwei rechts, zwei links. Den Gruß, warte kurz gucken. Gruß da. Okay, dann schnell. Warte, die Alchemisten auch. So. Was ist ein super Thumbnail. Thumbnail. Die Alchemisten, die müssen noch in Pose. Welchen Gruß sind den hier dann? Warte. Nein! Warum ist seine Waffe hier einfach fallen? Oh Mann! Ich stelle mich hier in den Weg. Oh. Ey! Der Helm. Au! Das ist gar kein echtes Gesicht. Das war auch. Warte mal, ich will nochmal gucken. Für die Waffe! Für die Waffe! Oh, da sind schon die Bullen. Wir hatten nichts damit zu tun, alle. Nee, wir hatten gar nichts damit zu tun. Haben nur gestanden hier und jetzt lag er auf dem Boden. Ja. So. Sollen wir mal zum Filmstudio gehen? Ja. Ja. Mit einem Polizeiwagen. Juhu! Aber lass mal langsam da ranfahren. Vielleicht, es kann wirklich sein, dass da Leute stehen, die da verkleidet sind und so. Ja. Okay, dann sollten wir vorher aussteigen und zu Fuß weiterlaufen. Ah, die Fenster gehen nicht vor. Ja, ist schön. Gut, dass du dran gedacht hast. Ja, wo ist denn das Filmstudio? Warte. Boah. Das Filmstudio. Keine Ahnung. Ich glaube, ich weiß aber, wo es ist. Das muss da aber irgendwo in der Nähe sein, oder? Das ist da, wo der große Zaun, wo dieses große Tor ist. Ups. Ja, das ist hier vorne. Ja.
Wir haben von den Alchemisten Ups gehört, da weiß man schon, ist wieder irgendwie. Ja. Ups, mir sind da ein paar Haftpoppen aus der Hose gefallen. Aus Versehen kann sowas machen. Also im Burgerladen hier, also so, wenn man da echt rein könnte und sich einen Burger kaufen könnte mit Animationen und so, das wäre auch noch ganz cool. Wenn man, man wird schon. Ja, ja? Ja. I don't know. Schacklimbell und Burger Shop. Ja, okay, aber so sind wir nur gespielt, um Kaka zu machen. Ah, das soll nicht. ich muss aber sagen, man wird schon verwöhnt hier in dem Spiel. Also es gibt schon echt viel. Ne? Und es wird sicherlich auch noch viel, viel mehr geben. Naja. Hoffentlich, ja. Ja. Ah, hier sind sie. Also bitte. Ja, genau. Großes Tor? Hä? Was hab ich denn da jetzt im Kopf gehabt? Also ich auf der anderen Seite. Okay. Ich hab's gesehen. Vielen Dank, Herr Wolf. Wir laufen einfach mal rein und schauen mal, was hier so vorkommt. Nein! Siehst du, das meine ich! Wenn die Alchemisten angefahren kommen, springen aus dem Weg! Nur den Baseballschläger weg, einfach mal reinlaufen. Oh. Da steht jemand im Bademantel. Die Schranke geht auf, alle klettern. Hier sind doch auch immer Astronauten so irgendwo, oder? Ja, schauen wir mal. Okay, whoop. Entschuldigung. Wer haben wir denn da? Das ist einfach jemand, der telefoniert. Bist du eine berühmte Haltet euch zurück! Nicht hauen! Ich weiß, es ist schwer, aber haltet euch zurück. Bist du eine berühmte Schauspielerin? Ja, das ist die bestimmt. Ich wollte nur ein Foto machen. Ich glaub, da vorne ist da nicht so ein Astronaut hier vorne. Hier sind Wohnwagen. Ja, hier ist noch doch Laden. Guck mal, da ist ein Astronaut. Wo? Hier. Ach, hier. Ah, komm, wir machen ein Foto. Jetzt müssen wir ein Foto machen, bitte. Okay. Ich mach ein Foto von euch. Vamos a tomarnos unas copitas esta noche. Warte, ich hol die Kamera raus. Wo sind die Alchemisten? Ich habe... Was sagen die? Wir haben uns verlaufen. Irgendwie ist es hier komisch. Ja, durch den Haftbomben aus der Hose. Ja, der Kaleb muss noch ein bisschen in meine Richtung, genau. Mann! Entschuldigung. Ja, ja. Tack. Oh, ja, hier bist du im Hintergrund. Ist eine berühmte Schauspielerin schon so vor. Sag ja. Sag ja. Krieg ich ein Autogramm? Hey, warte mal kurz. Also ich frag, was macht die denn da? Ich schreibe mit dem Handy. Krieg ich ein Autogramm? Krieg ich denn eins? Krieg ich ein Autogramm? Oh. Oh, ich glaube, du stinkst. Oh, da ist ein Polizist. Ich frage mich, was passiert. Wenn ich jetzt zu diesem Polizist vorne ist ein Filmset. Gehe? Ich will aufs Filmset. Da ist ein Wohnmobil. Ja, ich will gerne hier rein. Oh, ups. Oh, der Polizist. Ab zum Filmset. Ein Alien will mich schon verschwenden. Oh mein Gott, hier sind zwei Astronauten. Cool. Alter, der Sicherheitsmann hat den Alien da erschossen, weil er mich angegriffen hat. Boah, der hat ein Alien-Oberteil. Guck mal, wir sind aber jetzt kein in Kopf. Wir sind in dem Wagen drin von dem einen. Was, wie, wo, wer? Hier in dem Filmset-Wagen. Moment. Ja, aber guck mal, hier sind zwei Astronauten. Zwei Astronauten und ein Typ mit einem Alien-Oberkörper. So, wo sind die eigentlich? Wir sind in welchem Auto? Und der dahinter hat Alien-Füße. Wo? Hier. Und Alien-Hände. Der Sicherheitsmann hat ihn einfach erschossen. Falsch. Seid ihr denn da reingekommen? Hier rechts, ja. Einfach reinlaufen. Warte, da muss ich ein Foto von machen. Wenn wir schon einen Touristentag machen, dann muss ich ein Foto von machen. Hallo. Nein, nicht. Ich muss ein Foto machen. Ich stehe jetzt genau davor. Toll. Nein. Nein. Oh, pack die Waffe weg. Oh. Fotobomb. Alles klar. Mann, nochmal! Ey, du hast die Lampe umgeworfen! Nochmal, Flo! Und richtig so Doppelklick! Boah, was? Es war Erregung öffentlichen Ärgernisses oder so, keine Ahnung! Boah, die kommen alle hinter dir her auf einmal, Pandora! Flieh! Flieh! Ich hatte doch so Träume! Ich wollte eine berühmte Schauspielerin werden! Oh, wie hält der aus? Und du auch, du brauchst gar nicht wegrennen. Komm her! Es tut mir leid, Leute. Oh, er ist hochgeflogen. Lol, wo ist er hin? Das soll man eigentlich nicht machen. Bleib hier. Das ist hier. Echt hier. Wo ist er hin? Wo ist er hin?
Greenscreen. Oh mein Gott, die sind ja hier oben auf dem Dach drauf. Ich wusste es schon immer. Was? Echt ein cool Greenscreen? Der riesige Greenscreen. Es ist unfassbar. Ob man den wohl benutzen kann, so? Vor allem, wie viele Leute haben denn dann hier das Filmset schon benutzt? Ich meine, das ist ja nicht nur für einen Film. Hat Selbstmord gern. Nein, Rishi lebt noch. Die lebt noch. Oh. Wo sind die Typen hier? Die sind doch hier hochgeladen. Ach nee, das wart ihr. Gott, da sieht man, dass sie geworden sind. Guck mal, es ist ein Das Creed. Ist Sparta! Es ist ein Creed. Es Los. Ist ein Creed, guck mal jetzt. Achso, bei mir hast du es eigentlich geschafft und bist dann doch wieder runtergeglitscht. Oh mein Gott, die Polizei sucht uns. Versteckt euch. Oh, wo geht's denn hier lang? Hier ist eine Gasse. Hä? Das ist aber auf jeden Fall heute mal eine etwas ruhigere Folge, auch wenn wir die Polizei im Hintergrund wieder hören. Da ist ein Polizist. Ja. Mein Gott, wir müssen abhauen. Die sind nicht hinter uns. Kommen sie jetzt rein? Oh ja, da kommen sie. Ich hab schon einen gesehen. Oh, weg hier! Kann ich hier in den Wohnwagen? Jawohl, ich gehe in den Wohnwagen. So, das war für gerade. Hallo, ich muss mal eben in deinen Wohnwagen. Wo ist denn der Wohnwagen? Schön hast du es hier. Geh weg hier. Aus der Klächtchen. Ich bin in einem Wohnwagen von einem berühmten Filmstar. What? Ja. Der Neid zerfrisst mich. Siegfried? Ja, wir laufen. Boah, da vorne läuft Hulk. Was? Hör auf, so tolle Sachen zu erleben. Das sah zumindest so aus. Nein! Wie das aussah. Nein! Im letzten Moment. Wollte doch da hoch. So, wo ist der Körper? Hulk, warte auf mich! Wir sind an der höchsten Stelle vom Film. Hulk! Bist du die Leiter noch hochgekommen, Kalle? Ja, die Bullen haben mich nicht verfolgt, deswegen. Hulk ist so schnell! Nein, Hulk ist weg! Oh mein Gott, hier sind noch mehr Hulks. Mann! Ich glaube, der Körper liegt hier? Nur. Nein, also. So. Boah, guck mal da vorne. Guck mal da. Da ist eine Wolkenwand. Man hier nirgends Guck reinkommt, mal, hier da. Ist ein rosa Einhorn. Auf der einen Seite. Ach, jetzt weiß ich auch, was das ist hier. Ein Filmset. Hier rechts. Nein. Hier kommt normalerweise Wasser rein. Wo hier jetzt ein Parkplatz ist. Aha. Guck mal, die Wand. Wann? Ja, das stimmt. Wunderschöner Himmel. Aber warum steht hier noch? Jetzt muss ich einmal. Wow, ich bekomme 2000 für Auto. Ach so, weil ich keinen Spieler ermordet habe. Sollte ich mal wieder was dann ändern. So. Hallo, Herr Wurst. Was machst du hier? Achso, ich dachte. Wir freuten uns mit ein paar netten Set-Mitarbeitern an. Gerade hier. Was? Ich mach mit. Ja, wir haben schon fast ein ganzes Kaffeekränzchen zusammen. Ich muss mal eben hier durch. Da unten und sagt, wir sollen runterkommen. Lass mich durch, ich muss zum Set. Kalte Limo. Oh, was ist denn hier passiert? Oh, hier wird der Film soeben gedreht, oder was? Wie lustig hier mit dem Hintergrund. Ich klopp. Ich muss hier durch, ich muss zum Set. Ich muss hier durch. Ah, hallo 616 Player. Jetzt sehe ich es auch mal. Muss hier durch. Hallo. Was machst du hier? Bananen essen? Ein guter. Was? Ja. Weißt du, wie sie die Bananen da angeordnet mit denen? Ja, das sehe ich gerade auch. Das ist ja bekloppt. Guck mal den Wohnwagen. Kann ich ja gar nicht verstehen. Wer macht denn sowas? Oh, ich wollte hier oben drauf. Ja, irgendwie auch mit den Würstchen letztens. Die sind hier total pervers. Oh, das ist ein Squib. Los, lese es und klau es. So, doofer Schauspieler. Oh mein Gott, da kommt ein Krankenwagen. Ganz viele Schauspieler. Wer seid ihr denn alle so? Wer ist das denn hier? Oh mein Gott, ein Astronaut! Oh nein, der hat einfach nur nicht. Yay! Warte, wo? Ich raste aus! Ich raste aus! Da rastet er aus! Oh, Entschuldigung! So, jetzt hab ich's. Wieder Warmock! Oder ich fahr Amok. Einfach alle Leute hier ermorden. Oh! Mein Polizeiwagen. Ja, Polizeiwagen.
Oh Gott, wir sind übrigens schon bei einer halben Stunde. Oh, dann sollten wir eine Pause machen. Und in der nächsten Folge schöne werden wir Führung schon... auf jeden Fall gewesen. Einfach. Das war toll, wie der Flo das gemacht hat. Das war... Ja, das hat er super gemacht, vor allem, dass wir uns am Anfang überhaupt gleich beherrschen konnten. Weil lachen mussten. Raus da, ich muss durch, ich habe einen Satz. So, ich bin schon gespannt auf die nächste Folge. Ja. Und tüdelidü? Tüdelülü. Tüdelü und tüdelang. Was? Das wir sind gerade echt richtig filmreif gestürzt. Also wirklich. Nur zu sehen auf ihrem Channel. Alle wir sind so von ganz oben runtergesprungen und haben zum zweimal mit dem Gesicht gelandet. Bang, was, bong, zweimal? Bang, genau so. Ja, zweimal. Also bevor wir auf dem Boden waren. Sowas passiert nur am Filmset. Wow. So was passiert nur am Filmset. Ist doch ein schöner Filter drüber. Und es ist, ich hab schon wieder, Periode A am Hintern. Ja, hey. Was geht denn hier ab? So, wir müssen jetzt aber eine kleine Pause. Ja, wir müssen jetzt, Guck mal. Okay. Dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Oh, die Sonne scheint heute so hell. Au, nein. Nein, bitte schieß mich nicht, nein. Bitte tötet mich nicht, au. Oh Gott. Oh. Zu Hilfe. Ich werde sterben. Tschüss, ihr Betrüger.